Ein totes Baby wurde Samstagnachmittag gegen 16 Uhr an der Kreisstraße 51 zwischen Grebenstein und Udenhausen im Landkreis Kassel aufgefunden. Ein Zeuge hatte das in Plastiktüten mit einem Handtuch eingewickelte weibliche Neugeborene entdeckt und die Polizei informiert. Der Zeuge war auf einen schwarzen Müllsack in der Böschung oberhalb des rechten Straßengrabens ungefähr 150 Meter vor dem Ortsschild von Udenhausen aufmerksam geworden. Also das Kind war in einem sehr, sehr auffälligen Badehandtuch eingewickelt, so ein Frottee-Handtuch. Und es hat so eine Meerlandschaft gezeigt mit ganz, ganz auffälligen orange-weißen Clownfischen. Und die Tüten? Außerdem war es eingewickelt in zwei Einkaufstüten, einer roten und einer gelben Einkaufstüte, das eine vom Schuhgeschäft und das andere von einem Pennymarkt und darüber dann nochmal verknotet ein schwarzer Plastikmüllsack. Die Bewohner von Udenhausen reagierten bestürzt auf den grausigen Fund. Leider haben wir das gestern Nachmittag schon, spät oder gestern spätabends davon gehört. Erste Gerüchte, weil unsere Feuerwehr war auf Ort und naja, man hörte dann halt, dass was gefunden wurde, was nicht sehr angenehm war. Ne? Es ist schon schlimm, aber wahrscheinlich ist das ja nicht von örtlichen Leuten, denn das wüsste man ja, im Dorf kennt man sich ja so ein bisschen aus und weiß ja, wer da Kinder kriegt oder nicht. Aber es ist also schon schockierend. Die Ermittlungen sowie die Obduktion des Leichnams dauern derzeit an. Mit dem ersten vorläufigen Obduktionsergebnis der Rechtsmediziner aus Gießen erhoffen sich die Ermittler, neue Erkenntnisse zu den Todesumständen zu erhalten.